Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Cluedo Junior. Jetzt wird es Zeit, euch auch mal Cluedo vorzustellen. Wir beginnen mal mit der Junior-Version ab 5 Jahre. So, der Elias spielt mit, der ist nämlich 7 Jahre. Die Alina, mit der haben wir es gespielt, die braucht doch noch eine Weile, haben wir nämlich gemerkt, weil es ist gar nicht so einfach, das eine mit dem anderen zu verknüpfen, aber dazu später mehr im Fazit. Ich werde in dem Video jetzt ein paar Abläufe erklären, das ist klar. Es gibt da ein paar Gameplay-Sequenzen, wir spielen das Ganze zu dritt. Die Mama sitzt auch gegenüber, die Silke, und die spielt dann mit. Und dann werden wir das euch zeigen, ein paar Gameplay-Sequenzen, bevor wir abschließend zum Fazit kommen. Genau, jeder hat einen Zettel. Wer Cluedo nicht kennt, ich gebe noch ein paar Infos. Jeder hat hier so ein Übersichtsblatt. Und es geht natürlich darum, dass ein Kuchen gegessen worden ist. Wer war denn das in dem Fall? Zu welcher Uhrzeit? Und was hat er dazu getrunken? Und das müssen wir lösen. Und deswegen fällt es der Alina ein bisschen schwer, das Ganze zuzuordnen. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, die Uhrzeiten, das sind die weißen Marker. Das hier ist übrigens die Lösung. Das wurde am Anfang vorbereitet. Und das hier ist das Getränk. Jetzt müssen wir nur noch die Person rauskriegen, die das war. Das heißt, das wird am Anfang zufällig vorbereitet. Es ist allerdings wichtig, und das ist etwas ungewöhnlich, bei 2-3 Marker, da ist nichts drunter. Bei einem normalen Cluedo ist ja immer was drunter. Also es sind Leerfelder, praktisch eine Niete. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Das müsst ihr auch notieren. Und jetzt gibt es doch nochmal was, wo man gerne drüber stolpert. Das muss ich auch nochmal sagen. Da bin ich nämlich am Anfang gleich drüber gestolpert. Die Figuren, ich hätte mir schön farbig gewünscht, aber es ist ein Schwarz-Weiß-Block. Ich notiere mir die gerne, die Farben. Das heißt, wer jetzt hier Oberst von Gatthof ist, das ist in dem Fall der Gelbe. Aber genau, die Silke hat es nämlich hier. Wer gut lesen kann und alles genau anschaut, der sieht es auch recht schnell. Ich habe es erst zu spät gesehen, aber noch rechtzeitig für das Video. Weil hier unten, ja, jetzt blendet es nicht mehr, sind die auch noch namentlich genannt. Wenn ihr also sie nicht unterscheiden könnt, dann schaut nochmal hier drauf. Und damit habt ihr alle Probleme gelöst. Jetzt erkläre ich euch ganz kurz die Abläufe, sind auch gar nicht schwer. Der Elias fängt an, hat er nämlich gleich gesagt, ja, du willst anfangen. Moment, ich muss noch was erklären. So, ihr könnt, wenn ihr eine Zahl würfelt, dann könnt ihr mit einer beliebigen Figur so weit laufen, wie ihr wollt. Ihr dürft aber keine Figur überspringen. Ihr dürft aber kürzer laufen, ihr dürft aber auch nicht immer hin und her fahren und dort wieder landen. Das geht nicht. Wenn ihr gelb würfelt, dann dürft ihr unter einen gelben Bereich, also einen gelben Marker, natürlich nicht die Lösung drunter schauen, aber ihr dürft drunter schauen und macht euch natürlich Notizen hier. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, das ist die weiße Seite. Das ist für die Uhrzeit, also ihr nehmt eine Figur, schaut es euch an und macht euch Notizen. Ihr kreist ein, streicht es durch, wie man es bei Cluedo gewohnt ist. So, Moment, eine Regel habe ich noch. Wenn ihr auf so ein Feld lauft, wo das abgebildet ist, dann dürft ihr natürlich auch mit der Figur drunter schauen. Wenn ihr mit einer Figur hier auf so einen gelben Bereich dann drauf schaut, dann könnt ihr diesen Gegenstand, der vor Ort ist, umdrehen und anschauen. Natürlich so, dass es ein Mitspieler nicht sieht. So. Das war jetzt ein knackiger Lesen. Ich glaube, jetzt braucht er die Anleitung gar nicht mal lesen. Wenn nur noch ich das Vorbereiten. Wenn habe und 1, 2, 3, dann kann ich den Rest auch verfallen lassen. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Aber jetzt, der Elias hat es gesagt. Und damit steigen wir ein. 3, 1, 2, der Rest verfüllt. Okay, jetzt schaut er sich das an, natürlich ohne, dass die anderen das sehen. Und notiert sich das, stellt dann den Gegenstand zurück. So, und hat einer den Verdacht oder weiß es? Ja, dann in seinem Zug führt er das aus. Er sagt es entsprechend, das wird dann geprüft in dem Fall. Und ja, in den meisten Fällen klappt es natürlich. Ansonsten ist er raus natürlich aus dem Spiel. Aber schauen wir einfach mal, wie das läuft. Ich mache aber einige Notizen hier wieder. Nur zwei, die hier unten drunter und das ankreuzen. Ah, das war also ganz wichtig. So, dann würfel ich. 3 Felder darf ich laufen. Und wo steht denn der hier? Der steht hier. Da steht er. Ich habe jetzt nämlich gerade gedacht. So, und ich bin dran und fange schon an du zu überlegen. Hier hinkommen. 1, 2, danke, Elias. Wenn ich dich nicht hätte, 1, 2, 3. Und jetzt schaut mal da hinten alle hin. Das heißt, hier wird das entsprechend markiert. Jetzt muss ich aber auch mal drunter schauen, was es war. So, das heißt, ich markiere das jetzt bei mir, was ich mir angeguckt habe. Dann mache ich mir ein Kreuzchen und dann markiere ich natürlich auch, was es dann war. Okay. So, dann ist der. Dann ist die Mama dran, genau. So, der Elias schaut nämlich immer ganz genau auf mein Blöckchen. Deswegen drehe ich das um. Das ist nämlich clever, aber nicht mogeln. Schau mal.
Genau, die Mama klappt es auf, ist auch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. So, die Silke hat weiß gewürfelt. In dem Fall schaut sie sich, nimmt sie sich eine Figur vom Spielplan, schaut sie sich dann an, schaut dann genau nach, welche Uhrzeit das war. Oder auch nicht. Und stellt sie dann zurück. Hier. Genau, da wo sie war. Das ist das ganze Prinzip. Elias, bleiben wir noch ein bisschen dran, oder? Oh ja, natürlich, wenn es so läuft. Super. Nimmst du dir einen Gegenstand? Die Gegenstände platziert man natürlich immer in den jeweiligen Räumen. Die Figuren kommen auf das jeweilige Farbfeld. Das ist alles wie üblich. Muss mal wegschauen. Warum muss ich wegschauen? Was hast du denn vor? Ich weiß nicht, was er vorhat. Der ist nämlich ganz schön clever. Da verliert die Alina nämlich schnell die Lust. Weil das geht ja alles zu schnell. Aber ich glaube... Ja, ich bin noch mal dran. Ich würfel noch mal 4 Felder. Aber das waren in dem Fall alle Infos, die ihr wissen müsst zu dem Spiel. Ich bin schon überlegen, wo ich hinlaufen kann. Ich laufe einfach mal 1, 2. So, da bleibe ich stehen. Ich kann die restlichen Punkte verfallen lassen. Das Klavier in dem Fall. Nein, was sagst du immer? Ich sage immer Klavier. Wie heißt das korrekt? Flügel. Das ist eine Hälfte von einem Flügel. Hat er mich gleich verbessert, steht nämlich auf Flügel drauf. So, und aha. So. Und ich will mal gucken, ich kann mir das alles gar nicht merken. Schön wäre es echt, wenn es farbig gedruckt wäre. Aber dazu später mehr im Fazit. Und das kreuze ich an. Das hier und das hier. Und. Das kreuze ich dann auch an. Und so läuft das ganze Spiel. Ich denke, ihr habt alle Infos bekommen. Zweites Mal. Das wird eine schnelle Runde. Aber es ist auch die Cluedo Junior Version. Aber ich glaube, mit diesen Infos spulen wir wieder vor an dieser Stelle. Wir sehen uns gleich im Endspurt oder je nachdem im Fazit. Bis gleich. Bye. So, die Mama hat mal wieder mitgespielt. Und wer hat gewonnen, Elias? Mama. Genau, deswegen gibt es oftmals Sequenzen ohne die Mama. Dann wird es nämlich spannend zwischen uns zwei, weil wenn die Mama mitspielt, dann haben wir zwei Jungs in dem Fall kaum eine Chance. Aber wir kommen jetzt zum Fazit und ein paar Dinge, die ich jetzt auf jeden Fall ansprechen muss. Wobei, wir fangen erstmal mit den coolen Sachen an. Das Cover, Elias, ich finde es sau cool. Ich auch. Also, schaut mal hier. Also, das spricht mich total an. Das ist echt toll. Das macht richtig Spaß. Da stehen übrigens auch nochmal die Namen drauf. Das nochmal als Info. Also, da passt auf jeden Fall alles. Die Altersangabe sehe ich einfach ein bisschen kritisch. Einfach aus dem, weil wir es, wie gesagt, mit der Alina auch schon gespielt haben, probiert haben und schieben es ein bisschen. Steht 5 drauf und die Alina ist ja durchaus fit, aber braucht noch ihre Zeit. Ist ja auch kein Stress. Gut ist, dass das Ganze auch zu zweit super funktioniert, wobei desto mehr Spieler, desto spannender. Was mich allerdings ein bisschen stört an dem Spiel, bevor wir auch zum Spaß kommen, die Figuren. Also die heißen ja Oberst von Gatow und Fräulein Gloria und dann heißt Reverend Grün. Ja, die Farben, die verwirren mich. Schön wäre es, wenn natürlich das farbig gewesen wäre, aber sind wir wieder bei den Kosten etc. und so weiter. Der Block ist auch dick genug, hat vor der Rückseite, wobei, wenn man es eintragt, ja, man kann es doppelseitig auf jeden Fall nutzen. Wir nehmen meistens neue Blätter, aber es sind durchaus einige da. Notfalls müsst ihr es euch einfach kopieren, aber die unterschiedlichen Namen, die jetzt verwirren etwas. Wir mal kontrollieren. Noch was zu den leeren Vettern, in dem Fall zu den leeren Feldern. So, wir haben es jetzt auch wieder diskutiert in dem Bereich, es hat Führen wieder. Ich kenne es natürlich vom normalen Cluedo, dass man es gewohnt ist, überall was drauf ist, da sind Nieten, leere Felder drauf. Wenn ihr aber wisst, welches Getränk das ist, und so hast Silke vorhin nämlich auch gesagt, dann müsst ihr die anderen Bereiche quasi gar nicht ansteuern. So muss man es auch sehen, aber es verwirrt mich etwas, Elias, wenn ich einen Gegenstand habe und der ist leer in dem Fall. Aber ihr braucht es dann nicht ansteuern. Wenn man das aber einmal kapiert hat, raus hat, dann ist es klar. Ganze ist durchaus schön gestaltet, einfach zu erklären, wobei, gib mal gerade mal, ich finde es immer schlimm, wenn man den Kartonboden nutzt, um das Ganze, also so könnt ihr das Material reinmachen, dann denkt ihr, die Anleitung fehlt. Wenn man das noch drin hat, dann denkt man, die Anleitung fehlt. Naja, die Anleitung ist auf der Rückseite, also je nachdem, wie ihr es reinmachen wollt, ihr könnt es auch so reinmachen, klar, das wäre auch... Ich habe es aber meistens umgekippt. Aber wir machen es wahrscheinlich jetzt immer so drauf. Wobei, da muss man das Material innen reinmachen. Also ihr merkt, hat so ein Führen wieder. Oder man klappt so, jetzt macht die Silke. Da merkt ihr, wenn die Silke da ist, dann ändert sich hier immer einiges im Video. Die macht es, bereitet es jetzt vor. Sie zeigt es dann auch, oder der Elias zeigt es. Guckt mal. Das ist der Vorteil mit der Mama. Die kommt immer auf Tipps, wo wir Jungs immer denken,
Was hat's denn jetzt gemacht? Also da findet man alles zurecht. So viel zum Thema. Okay, ich streiche wieder meinen Minuspunkt runter und wir sind wieder auf neutraler Ebene. Jetzt sind wir aber bei dem Punkt, klar, der Würfel wird beklebt. Das ist oftmals so, immer wieder schade. Kostet natürlich auch viel Plastik dabei. Die Figuren, das ist aber richtig schön. Die halten gut, ist gar kein Thema. Wird halt viel aufgeklebt. Gefällt mir nicht so. Aber, Elias, jetzt muss ich dich fragen. Wie ist denn der Spaßfaktor bei dem Spiel? Gefällt dir das Spiel? Ja. Wie gut? Ah, nicht ganz nach oben? Fast nach oben. Ah, okay. Was fehlt nach oben? Was gefällt dir jetzt nicht so an dem Spiel? Die Mama hat gewonnen. Die Mama hat gewonnen, ja. Nein. Nein? Okay. Nur raus mit der Sprache. Mir gefällt nicht, dass... Mir gefällt alles. Also doch der Daumen. Oder ist es zu einfach? Oder? Also Delias, ich habe ja gesagt, angegeben ist ab 5 Jahre. Der Les ist 7, der hat das richtige Alter. Also mit 6 Jahren könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ich hätte eher wahrscheinlich ab 6 Jahre draufgeschrieben. Aber ja, hängt von der Erfahrung ab. Und der Elias spielt ja durchaus noch gehobenere Spiele. Und bei Cluedo habe ich eher gedacht, der langweilt sich. Aber in den letzten Partien, das hat ihm immer besser gefallen. Und er ist top dabei und macht sich seine Notizen. Das auf jeden Fall. Für mich ist es ganz okay. Wie gesagt, hat so ein paar negative Punkte, die mir nicht so gut gefallen. Aber ihr habt auf jeden Fall einen Eindruck bekommen. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Cluedo sein, was wir euch vorstellen. Es gibt ja viele coole Cluedo-Versionen, auch mittlerweile im Handel. Mal schauen, was da in Zukunft kommt. Aber das war in dem Fall mein erstes Cluedo. So, und vielleicht sehen wir uns in einem halben, dreiviertel Jahr wieder. Vielleicht mit der Alina am Tisch, die dann uns alle abzieht bei Cluedo und gewinnt. Schauen wir einfach mal, was die Zeit bringt. Jetzt sage ich aber tschüss, macht's gut, bis bald.